Hallo zusammen. Erstmal möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei euch, dass ich hier sein darf und aus meinem Leben berichten darf. In 23 Jahren kann man ganz schön viel erleben. Und das Video, das ihr gerade gesehen habt, passt ziemlich gut zu meiner Geschichte, weil es da einfach um Jesus geht. Und in meiner Geschichte geht es auch um Jesus. Und er ist der Mittelpunkt von meinem Leben. Und er hat es überhaupt alles möglich gemacht. Und wie die Geschichte konkret aussieht, möchte ich euch jetzt erzählen. Manche haben es ja schon gehört. Ich bin in Stuttgart-Vaihingen aufgewachsen, in einem Wohngebiet namens Lauchau, das gar nicht so weit weg von hier ist, ungefähr so um die 10 Minuten. Und bin hier im Nachbarort Büsnau zur Grundschule gegangen. Ja, genau, hatte eigentlich eine sehr, ja, relativ unkomplizierte Kindheit. Meine Eltern stammen aus Eritrea gebürtig und da habe ich auch meine Wurzeln. Geboren bin ich aber in Stuttgart. So, und ja, meine Geschichte mit Jesus hat folgendermaßen angefangen. 2004 ja, kamen zwei Mädels an unsere Tür und haben geklingelt und hatten Flyer in der Hand. Und auf diesen Flyern stand ganz groß Spielberg, Freitag, 17 Uhr drauf. Und ich als Achtjährige dachte mir nicht viel dabei und habe gedacht, hey, das ist Spielberg, das ist doch unser Spielplatz. Da läuft jetzt jeden Freitag was, okay, muss ich hin. Und ja, so hat es eigentlich ganz, das Ganze begonnen. Und jetzt kann man sich fragen, okay, warum suchen sich Menschen ausgerechnet den Spielberg aus als Missionsplatz? Das hängt damit zusammen, dass 2004 eine Gruppe aus der International Baptist Church beschlossen hat, rauszugehen aus ihrer Gemeinde und zu evangelisieren. Und ihre erste Idee war es eigentlich, zu den Grundschulen zu gehen und dort von Jesus zu erzählen. Aber das durften sie dann nicht, das war verboten. Dann sind sie zur Stadtverwaltung hin nach Stuttgart und haben gefragt, wo sie denn das machen könnten. Und die Stadtverwaltung hat ihnen Hinweis gegeben und hat gesagt, hey, in Stuttgart-Vaihingen, ganz in der Nähe von euch, gibt es ein Wohngebiet namens Lauchau-Laurecker. Und da ist eine große Not. Es gibt viele, viele Kinder, genau, aus unterschiedlichen Schichten, überwiegend der unteren Schicht. Und wir bräuchten einfach Angebote für diese Kinder. So. Und da hat sich das Team gedacht, hey, cool, da wollen wir uns rein investieren und so von Jesus bezeugen und Licht sein. Genau, und es hat nicht lange gebraucht. Sie sind 2004 gekommen und haben Kinderarbeit angefangen auf unserem Spielberg. Das ist, also so hieß damals oder heißt unser Spielplatz im Ort. Und haben uns von Jesus erzählt und ganz unkompliziert, sodass wir es auch verstehen konnten. Und das Team hat mich sehr geprägt im Umgang, wie sie mit uns umgegangen sind, aber auch im Umgang mit den anderen Kindern, mit den Eltern der Kinder, die dabei waren. Und die Arbeit ist so gewachsen, dass dann auch später die Hausaufgabenhilfe dazu kam, Teenie-Arbeit. Genau, und heute ist das Ganze eine Gemeinde, die daraus entstanden ist, namens Treffpunkt Leben. Und ja, wie ich schon gesagt habe, war das Team unglaublich toll. Ich habe versucht, das Ganze in zwei Worte zusammenzufassen, wie sie sich mir gegenüber verhalten haben und ich und rauskam das Wort ungeheuchelte Nächstenliebe. Sie waren immer mit uns auf Augenhöhe und haben uns nicht das Gefühl gegeben, minderwertig zu sein, komisch zu sein. Und das fanden wir natürlich total toll. Und man hat einfach gemerkt, dass sie die Liebe, die sie durch Jesus erfahren haben, dass genau diese Liebe sie antreibt und dass das ihre Motivation war, zu uns zu kommen. Ich habe es absolut genossen und geliebt, da regelmäßig hinzugehen in den ersten 1 bis 2 Jahren. Und ich wusste einfach immer, hey, egal wie hart die Woche wird oder wie ätzend sie wird, Freitag 17 Uhr wird immer gut. Und ich bin wegen der Gemeinschaft überwiegend hin. Es hat Spaß gemacht. Es gab immer Capri-Sonne zum Abschluss, Tattoos und einfach das, was Kinder so toll fanden in dem Alter. Und das kannten wir alle so nicht, weil wie viele Kinder aus meinem Ort, bin ich ein Kind der zweiten Generation. Was heißt, dass wir viel zu Hause aushelfen mussten. Wir mussten unseren Eltern helfen, Briefe zu übersetzen, mit Ämtern irgendwie zurechtzukommen und ihnen irgendwie das Einleben in Deutschland einfacher zu machen.
Ich musste das natürlich nicht so sehr machen wie meine älteren Geschwister, aber ich war da schon involviert. Ja, aber was ich noch sagen wollte, das Team, das hat uns einfach die Möglichkeit gegeben, ein Kind zu sein. Und sie haben, und das fand ich besonders toll, sie haben nie Werbung gemacht für ihre eigene Gemeinde, sondern wollten bei uns Gemeinde bauen. Und das hat mich so geprägt, dass ich gedacht habe, wow, okay, wenn das stimmt, worüber sie da immer predigen und reden, dann will ich das auch haben. Aber mit 8, 9, 10 Jahren machst du dir da nicht so viele Gedanken. Und ja, dann kam es dazu, dass ich mit 12 ungefähr auf die Realschule gekommen bin. Und mit 11 oder 10 oder ja, in der 5. Klasse. Und ich bin sofort in einen schlechten Kreis gekommen, schlechtes Umfeld. Und es ging sehr viel um Leistung, Klamotten ansehen. Und ja, ich habe einfach gemerkt, wie viel das auch mit meinem Charakter macht und ihm schadet. Und ja, das ist, für mich hat es irgendwie keinen Sinn gemacht, jede Woche dasselbe immer wieder zu machen. Ich habe einfach keinen Sinn darin gesehen, aber habe trotzdem mitgemacht, weil ich wollte dazugehören. Ich wollte angesehen sein, ich wollte beliebt sein, wie die meisten auch. Und ja, so bin ich da einfach in diesen Kreis reingekommen und es war irgendwie wie ein Kreislauf, aus dem ich gar nicht mehr rausgekommen bin. Dann eines Tages habe ich auf mein allererstes Handy, das war ein blaues Motorola Club-Handy, eine SMS bekommen von einer aus diesem Spielberg-Team. Und diese Dame wurde auch später meine jahrelange Mentorin im Glauben und sie ist Debbie. Und Debbie hat mir geschrieben, hey Mila, wir haben dich schon so lange nicht mehr gesehen, hast du nicht mal Lust in die Jugendgruppe zu kommen? Und es war total zwanglos, ihre Einladung. Ich hatte auch nicht das Gefühl, dass ich jetzt vor unter Druck stehe. Und ich habe dem Ganzen eine Chance gegeben und bin dann einfach hin, weil ich gedacht habe, hey, ich habe echt nichts mehr zu verlieren. Und ja, das hat mich einfach so ermutigt dann auch, dass es da irgendwie jemanden gibt, der mich nicht vergessen hat, auch über die 1, 2 Jahre, wo ich halt nicht mehr zu dem Spielberg hingegangen bin. Ja, und das ist auch gleichzeitig meine Ermutigung an euch, dass ihr an den Leuten dranbleibt, auch wenn ihr das Gefühl habt, hey, die Person, da wird nie was draus entstehen. Glaubt mir, bleibt dran, weil ich habe, obwohl ich gar keinen Kontakt mehr zu den Leuten hatte, einfach gesehen, hey, da glaubt jemand an mich, da denkt jemand an mich und das hat mich ermutigt, wiederzukommen. Deswegen bleibt an den Leuten dran. Ist mir sehr wichtig. Ja, ich bin in die Jugendgruppe reingekommen und war total geflasht, wie sie mich behandelt haben, wie sie mir entgegengekommen sind und wie authentisch sie einfach Christsein vorgelebt haben. Sie haben nie so getan, als ob sie sich nie streiten würden, sondern die Art, wie sie sich gestritten haben und Konflikte gelöst haben, das war total neu für mich. Und es wurde wie eine zweite Familie für mich. Ja, und anfangs war ich eher in dieser Beobachterrolle und ja, es hat nicht lange gebraucht, bis ich dann irgendwie ganz involviert war in dem Geschehen und ja, war total geflasht. Das war einfach so unglaublich anders und ich glaube, ich würde schon sagen, dass das mit ein Grund ist, warum ich dort auch geblieben bin, weil ich wusste einfach, hey, das ist das, was ich für mein Leben will, was für mich richtig ist. Und dann kam ich natürlich auch zu der Selbsterkenntnis, dass ich jemand bin, der total viele Fehler macht und dass es jemanden gibt, und auf den haben sie mich oft genug hingewiesen, der mir meine Sünden vergeben will und meine Fehler. Und ich habe gemerkt, hey Mila, es bringt nichts, Fehler klein zu reden oder schön zu reden. Du hast da jemanden oder jemanden hat Interesse an dir, der dir deine Sünden vergeben hat, deine Fehler. Und das heißt nicht, dass ich dann perfekt geworden bin, sobald ich in die Jugendgruppe gegangen bin oder in die Gemeinde. Aber ich habe einfach gemerkt, okay, da ist ein gnädiger Gott und der will eine Beziehung zu mir. Und das, obwohl ich wahrscheinlich auch noch Fehler machen werde. Und es hat den Druck so rausgenommen. Und durch die Gemeinde und meine Beziehung zu Jesus habe ich einfach auch gemerkt, dass vieles, wie gesagt, in meinem Leben nicht falsch läuft. Oder, ja, dass vieles in meinem Leben falsch läuft, genau. Aber es hat mich so ermutigt zu wissen, hey, da ist jemand und der hilft dir da raus und der hilft dir mit deinen Schwachstellen klarzukommen. Und ja, dass ich mich halt zum Beispiel weiterhin vergleiche oder Neid
Da ist es, das war mir klar. Und das ist einfach auch so eine der Schwachstellen. Ich denke auch bei vielen von uns. Aber gerade das ist das Coole, mit Jesus unterwegs zu sein. Er hilft dir dabei, um damit klarzukommen und es ihm abzugeben. Und was auch ganz wichtig ist, finde ich, also oft kriegt man oder hört man, dass das mit Jesus nur so eine Art Momentaufnahme ist oder ein Event. Aber ich glaube, das ist eine tägliche Entscheidung, mit ihm zu leben und sich einfach für das, was die, wo die Welt vielleicht sagt, hey, das ist gar nicht cool, dass man da sagt, okay, nein, ich mache es auf die Jesus-Art. Und auch, ja, einfach mal die Message an die Leute da draußen, so was uns rettet, ist nicht ein perfektes Leben zu führen, sondern aus Jesus und seiner Gnade zu leben und es zuzulassen, dass er an einem arbeitet. Und ich glaube, das ist wirklich der Schlüssel. Genau, und ich rede nicht von Werkegerechtigkeit, sondern wirklich von einem Gott, der an mir arbeiten will, weil er mich so liebt. Genau, und wie ich schon gesagt habe, wurde die Gemeinde dann zu meiner geistlichen Familie, mit der ich echt viele schöne Sachen erleben durfte. Ich bin Woche für Woche immer mehr in meiner Nachfolge zu Jesus gewachsen. Und das habe ich wirklich so Leuten wie Debbie zu verdanken, wundervollen Mentoren, die mich begleitet haben. Und ja, ich habe dann schon auch gemerkt, hey, viele aus der Gemeinde, die kennen das schon, die haben es mit der Muttermilch aufgesaugt. Und bei manchen hatte ich auch irgendwie so das Gefühl, dass die ja, so krass, so viel wussten, da konnte ich gar nicht mithalten, weil das alles für mich Neuland war. Aber wir sind da so als Einheit auch zusammengewachsen und ich durfte von ihnen lernen und auch andersrum. Und das war eine total tolle Zeit. Meine leibliche Familie steht nicht im Glauben, genau, aber ich bete für bis heute hin, dass sie einfach auch dieselbe Begegnung mit Jesus haben dürfen, weil das ist wirklich das Schönste, was in meinem Leben passiert ist. Genau. Als ich dann 18 war, die Schule beendet habe, bin ich für ein Jahr nach Bolivien und bin dann mit der Organisation Christliche Dienste nach Südamerika und habe in der Kindertagesstätte gearbeitet. Und das war auch eine ziemlich krasse Erfahrung, weil ich eine Freundin hatte, die mitgegangen ist und die ja auch einen leichten Kulturschock oder einen sehr starken Kulturschock eigentlich hatte und nach 2 Wochen abgebrochen hat. Und dann war ich alleine da in Bolivien und konnte kein Wort Spanisch, war total verloren. Und hinzu kam einfach, dass ich gemerkt habe, okay, die Leute, die sind andere Freiwillige gewohnt in der Hinsicht, dass sie noch nie eine schwarze deutsche Freiwillige hatten. Und das war so auch das erste Mal, dass ich eigentlich mit dem Thema Rassismus in Berührung gekommen bin. Und ich wurde vorgewarnt von der Organisation, aber ich hätte nicht gedacht, dass das wirklich so spürbar ist. Vor allem, weil ich in Deutschland eigentlich nicht so Probleme damit hatte. Und das hat damit zu tun, dass in Südamerika der Grundsatz gilt, je dunkler du bist, desto ärmer, dümmer und wertloser bist du. Salopp gesagt. Und so wurde ich halt auch abgestempelt. Rückblickend kann ich es den Leuten gar nicht übel nehmen, weil sie so einfach von ihrer Geschichte her geprägt sind, so wie Deutschland mit den Juden vielleicht. Oder ja, da gibt es viele Vergleiche, die man ziehen kann, aber es hat mich trotzdem verletzt und gekränkt und ich hätte nicht gedacht, dass ich das Jahr durchziehe und ich habe es auch nur mit Gottes Hilfe geschafft. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass ich dann nochmal zurückreisen werde in dieses Land, aber ich habe es getan dieses Jahr und habe einfach gemerkt, okay, ich konnte durch mit Jesus Hilfe den Leuten vergeben, die mich einfach dementsprechend behandelt haben und bin total froh drüber, dass ich das durchgezogen habe mit Gottes Hilfe und will auch einfach diese Erfahrung um nichts missen. Was ich euch auch noch mitgeben will, so durch meine Geschichte, ist, dass mir klar geworden ist, dass es oft Orte in unserem Leben sind, die wir vielleicht meiden, für die wir uns schämen. Und gerade dort will Gott uns begegnen. Und ja, für mich, also ich bin im sozialen Brennpunkt aufgewachsen. Die Leute hätten sich auch denken können, hey, da gehen wir nicht hin. So rebellische Kinder, Aufmerksamkeitsspanne gleich null. Aber sie sind da geblieben und haben sich zu uns getraut an diesen ja, relativ dunklen Ort. Und ich bin so froh drüber, weil ich wahrscheinlich ja, dort nie Jesus kennengelernt, sonst nicht Jesus kennengelernt hätte. Und auch meine Ermutigung an euch, dass ihr an die Orte rausgeht, wo ihr vielleicht nicht sofort denkt, wow, das ist ein Paradies. weil genau dort sind die Leute, die von Jesus hören müssen.
Ja, jetzt bin ich Jugendreferentin und das auch nur, weil ich eine theologische Ausbildung gemacht habe, beziehungsweise noch mache. Und das hat auch mit einer Begegnung zu tun, die ich gehabt habe. Und zwar habe ich kurz vor meiner Ausreise nach Bolivien einen aus dem Team getroffen, vom Spielberg, der mich schon seit klein auf kennt. Und 10 Jahre sind vergangen und er hat mir gesagt: Hey Mila, wir wollten eigentlich nach 1, 2 Jahren dieses Projekt beenden. Ihr wart so anstrengend, ihr wart richtig rebellisch. Wir wussten einfach nicht mehr, ob Gott uns dort überhaupt haben will. Und Gott hat es ihnen trotzdem aufs Herz gelegt, weiterzumachen, weiter sich in uns zu investieren, obwohl es so anstrengend war. Und ich denke, also ich würde behaupten, dass das so der letzte Anstoß war, warum ich den ich gebraucht habe, um diese theologische Ausbildung anzufangen, weil ich gedacht habe, wow, und schaut mal auf mein Leben jetzt, weißt du, durch Jesus ist alles anders geworden und das will ich weitergeben und will mich auch in schwierige Menschen investieren, damit sie einfach von Jesus ja, zu hören bekommen. Genau, und habe jetzt noch nicht die Ausbildung abgeschlossen, aber bin gerade dabei und freue mich einfach, dass ich gerade hier auch in der Gemeinde am Glemseck durch die Arbeit, die mir aufgetragen wird, genau das tun kann. Und ich sehe das im Kids Club, ich sehe das in der Flüchtlingsarbeit wieder, wie wichtig das ist, einfach zu den Menschen rauszugehen. Passend zu dem Video, das ich euch gezeigt habe, habe ich auch noch eine Bibelstelle, die, denke ich, auch sehr gut passt. Die lese ich euch mal vor aus Johannes 1, 43 bis 46. Genau, Philippus und Nathanael. Als Jesus am nächsten Tag nach Galiläa aufbrechen wollte, begegnete ihm Philippus. Folge mir nach, sagte Jesus zu ihm. Philippus stammte aus Bethsaida, der Stadt, aus der auch Andreas und Petrus kamen. Philippus sah Nathanael und sagte zu ihm: Wir haben den gefunden, über den Mose im Gesetz geschrieben hat und der auch bei den Propheten angekündigt ist. Es ist Jesus, der Sohn Josefs. Er kommt aus Nazareth. Aus Nazareth? Entgegnete Nathanael. Was kann aus Nazareth Gutes kommen? Doch Philippus sagte nur: Komm mit und überzeuge dich selbst. Wisst ihr, wir leben in einer Zeit, wo die Schlagzeilen so aussehen: Chancengleichheit für Kinder aus schwierigen Verhältnissen, Langzeitarbeitslosigkeit, Integrationsprobleme. Und ich glaube, dass Gott uns was mit dieser Passage sagen will. Wir dürfen nicht vergessen, dass der Retter dieser Welt, Jesus Christus, in Bethlehem geboren ist, in einem Stall. Er ist im verachteten Nazareth aufgewachsen, das bei den Juden wirklich verachtet war, quasi die unterste Schiene. Und er ist auf die demütigste Todesart gestorben. Er wurde gekreuzigt. Und ich glaube, jetzt können wir eher verstehen, wie Gott über uns Menschen denkt oder seine Einstellung zu uns gegenüber ist. Ich glaube, der Zugang zu Gott, der ist total unkompliziert und er hat ihn durch Jesus so unkompliziert wie möglich gemacht. Jesus hätte auch theoretisch aus Jerusalem kommen können, in den Palast ja, aufgewachsen. Ja, also er hätte einfach ein ganz anderes, pompöses Leben haben können, aber er hat wirklich ein bescheidenes Leben gehabt und ich glaube, das ist eine Botschaft an uns. Ich glaube, dass wir unser Denken und Urteilen über Menschen aus anderen Randgruppen, und dazu gehören Reiche und Arme, dass wir das echt prüfen, weil ich kenne das auch von mir selbst. Dann sind es halt die Reichen, über die man vielleicht schlecht denkt oder ja, wo man denkt, okay, da ist irgendwas nicht koscher oder so. Und ich glaube, Gott will nicht, dass wir so über Menschen denken, egal woher sie kommen, aus welcher Schicht, was für einen Status sie haben, sondern dass wir diese Menschen aus Gottes Augen anschauen. Und unser Status an sich macht uns null wertvoller in Gottes Augen. Und ich glaube, die Botschaft von Gott ist einfach, dass es total egal ist, woher du kommst und was du hast. Vor Gott sind alle gleich. Und da gibt es keine Vorurteile. Und Gott kennt Randgruppen auch nicht. Das Konzept haben wir Menschen erfunden oder die Gruppierung, den Namen. Aber das gibt es bei Gott nicht. Und deswegen liebe ich Gott so, weil er einfach so anders ist und so ein großes Herz hat. Gott sieht dich als Person an und er kennt dich. Er versteht deine Probleme und er liebt dich. Und ich glaube, dass wir
dass für uns die gleiche Aufforderung gilt, die auch Philippus seinem Freund Nathanael damals gegeben hat. Und da steht, komm mit und überzeuge dich selbst. Und das wünsche ich mir so sehr für jeden Einzelnen von uns, auch vielleicht für die, die die Entscheidung für Jesus schon getroffen haben. Aber ich glaube, wir können, weil wir haben einen großen Gott und wir können uns immer neu von ihm überraschen lassen. Ob es jetzt heißt, geh in dieses Gebiet und erzähl Leuten von Jesus oder ja, sei einfach mein Zeuge, mein Nachfolger, mein Jünger und lass dich drauf ein, weil ich bin der lebende Beweis, dass es sich lohnt, rauszugehen, gerade an die Orte, wo es vielleicht nicht schön ist. Und ja, bin einfach so dankbar, dass ich Jesus jetzt kennengelernt darf und hier stehen darf, um das einfach an die nächste Generation weitergeben zu dürfen. Genau. Vielen Dank für euer Zuhören.